Was geht ab, Freunde Supporter? Euer Sorb am Start mit einer weiteren aufregenden Folge Resident Evil Village. Ja, Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback. Danke für den Support bis hierhin, dass ihr die letzten Videos unterstützt habt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ey, die letzte Folge war schon wieder richtig geil, oder? Mit dem Bossfight war richtig nice. Ja. Ja, und Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze auch weiterhin unterstützt. Mit einem kleinen Like. Nehmt euch gerne kurz die Zeit. Was ist das? Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, Junge, John Wayne, Alter, was geht ab? Ah, scheiße. Gut. Ich habe ihn zwar getroffen, aber ich kann ihn nicht looten. Ja, Videobeschreibung natürlich abchecken. Macht beim Gewinnspiel mit. Hier haben wir das Symbol. Dieses Symbol sieht vertraut aus. Vielleicht müssen wir das später aktivieren. Hier sind auf jeden Fall die Hausherren quasi. Muss man das irgendwie anzünden hier oder was? Muss wahrscheinlich erstmal weiter, wa? Wahrscheinlich müssen wir später hier. Gehe ich mal davon aus, zumindest. Cool, da unten warten schon Freunde. Sehr gut. Seid ihr tot? Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Nein. Bist du tot? Alter, wer hat hier mit Pfeil und Bogen die Leute alle niedergeschossen? So ungewohnt hier wieder an frischer Luft zu sein, ne? Obwohl es trotzdem hier stinkt. Nach Gegnern. Oh Gott, hier ist so viel. Da sind so viele Wege, ey. Warte mal, lass mich erstmal hier unten abchecken. Ob man vielleicht die Brücke runterfahren kann oder so. Wir brauchen eine Kugel. Warte mal. Kann man hier irgendwie was mitmachen oder so? Schon wieder dieses Symbol, Alter, was aussieht. Ach, guck mal hier. Eve, Nummer 3. Ist das der dritte Versuch wahrscheinlich, oder? Also dieses Symbol, was ich auch am Anfang auf diesem riesigen Tor gesagt habe, was aussieht wie so ein Embryo, im Part 1 glaube ich sogar schon, oder Part 2 oder so. Das haben wir doch auch im 7. Teil gesehen, oder? Das Symbol irgendwo? Ganz ruhig. Ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Scheiße. Ich bräuchte ein bisschen Schrotmuni, ey. Nein. Ich wollte da noch nicht durch. Kann ich nochmal zurück? Ja, oder? Nicht zu dem Schloss. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich schon wieder doof. Wer hat die alle umgelegt? Waren es wirklich nur die Likaner oder
Haben die sich gewehrt, vielleicht die Dorfbewohner mit dem Pfeil und Bogen? Ist das der Ritualplatz? Der Altar, ja. Oh! Da bist du! Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen... Verdammter Witzbold. ja. Was? Die Tür passt mit vier Flügeln. Passt nicht. Weil unser Schlüssel nur zwei Flügel hat, oder was? Hier wieder das Symbol. Wieder das Symbol. Hier wahrscheinlich auch nicht. Da brauchen wir wieder den vierflügeligen. Woher weiß der Typ das alles? Woher weiß er das alles? Hängt er da mit drinnen? Ist er einer von denen? Ja. Will ein bisschen Cash machen? Oder was ist das? Was ist das? Was ist es mit ihm? Boah. Ich habe neue Waren. Oh, du. Soll ich etwas für dich auswählen? Vercheckt das, glaube ich, alles. Waffenauflage. Rohrbombenherstellung, Minenherstellung. Noch einen größeren Koffer. Warte mal kurz. Wie sieht es denn inventarmäßig aus? Hals- und Beinbruch. Wir haben nur eigentlich riesig Platz. Was ist das denn hier? Ach, Fisch. Was können wir mit dem Fisch machen? Zutat. Stets zu Dienst. Ach komm, weißt du was? Ich vercheck's. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Ich weiß nicht, ob es dumm ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt lange genug rumgeschleppt. Gewöhnliche Zutat. Aha. Oh, nee. 6.000, damit wir zwei Schuss mehr haben? Nee, lass mal gut sein. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Nachladegeschwindigkeit. Nein, Magazingröße. Mit Vergnügen. Weil der Schrot ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Essen ist Leben.
Essen ist Leben, ja, okay, gut, Bruder. Erhöhte Feuerrate. Aha! Na, shit. Rüsten wir gleich aus. Vielen Dank für deinen Einkauf. Magazin. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Okay. Schönen Tag. Verändert sich die Knarre optisch? Nee, wa? Nee. Die Gravur war, glaube ich, schon voll, oder? So. Okay. Speicherpunkt hast du nicht, wa? Nee. Weiter geht's. Also ich schätze mal das Spiel so ein, dass wir das also locker auch so. Also, wie gesagt, ey, keine Ahnung, ob das ein Fehler war oder nicht. Aber ich werde sicherlich das Spiel durchspielen können, wenn ich so weitermachen würde, dass es weiter verkaufen würde, weiter ausrüsten würde, das was ich habe. Ich denke, das geht klar. So, warte mal, den will ich ganz kurz mitnehmen hier. Die sind frisch. Ach man, ich hätte die wieder abballern können, ey. So. Schmiedeschlüssel? Was? 6 Flügel. Embryo. Tatsächlich ist sogar ein Embryo. Okay. Was brauchen wir aber für die Brunnen? Jetzt mal ernsthaft, ne? So, lass mich mal ganz kurz, bevor wir zum Ziel laufen, will ich erstmal kurz. Das war ja der Weg, genau. Das war der Weg. Lass mich mal ganz kurz zu dem anderen Tor latschen, da oben bei dem Friedhof. Der hier, wa? What the fuck? Hühner. Auch Resi 4. Droppst du ein Ei? Die Flügel. Gefundene Zutaten. Ach so, okay. Okay. Den Fisch habe ich jetzt extra behalten. Ich dachte, vielleicht können wir irgendwie später selber was herstellen. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Okay. Ach, guck mal. Warum ist denn das durchgestrichen? Ja, pff, ja, gut. War ja doch nicht viel los hier. Sonst noch irgendwas? Vorhängeschloss? Hier war noch was. Ja. Okay. Eigentlich bin ich bisher zufrieden, Alter, wie es läuft. Kohlemäßig. Upgrade-mäßig. Hat schon gelohnt, sich gut umzugucken. Hat sich auf jeden Fall gut gelohnt. So, hier ist der Schornstein, der rote. Und die Tür ist da hinten. Wenn ich jetzt hier links rein und dann rechts. Okay. Geht das hier durch? Das will ich nämlich auch nochmal ganz kurz abchecken, bevor wir da weiterlaufen. So viel Zeit muss sein. Ah, ich müsste hier durch. Geht das? Nee, ist versperrt. Wie kommt man denn daran? Einmal komplett rumlatschen was? Wenn ich hier einmal durchstehe? Nee, durch irgendwie? Ich weiß nicht. Checken wir das mal kurz ab. Holy moly. Von der anderen Seite versperrt. Ach Junge, muss das denn sein? Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außen rum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe schon mal alleine zu Luisa, Vater. Achso, müssen wir vielleicht sogar den Weg nehmen, oder was?
Weil er hier schreibt, der Weg ist verschüttet. Vielleicht müssen wir sowieso da lang gehen. Das ist ein Webstuhl, oder? Krass. Okay. Nehme ich mit. Kein Problem. Hier ist ja immer noch was drin. Die Tür öffnen. Wie gesagt, es gibt sogar eine Trophäe dafür, hatte ich ja schon erzählt. Was gibt's denn hier noch zum Einsammeln, bitte, ne? Was soll ich denn in diesem Mini-Raum übersehen haben? Das macht mich verrückt, wa? Das macht mich verrückt, ey. Die riesige Kommode? Alles klar, gut, hab nichts gesagt. Yay! Cool. Jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Wahrscheinlich müssen wir sowieso hier lang fahren. Boah, geil, Alter. Wie viel Schaden das macht. Gestorben. Traurig. Den kann man sicher irgendwie bewegen. Damit wohl eher nicht. Was hat das hier verloren? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hätte ich das beim ersten Mal schon aufmachen können? War man nicht an dem Tor? Oh. Weiß ich gar nicht. Oder ist es ein anderes Tor, wo wir schon mal waren, wo da nicht kein Zutritt stand? Hä? Ist das ein Typ, der irgendwie was auf dem Rücken hatte, was? Sieh aus dem Fenster? Nein. Ah, sieh aus dem Fenster. Oh, boah, Junge. Alter, boah, alter Schwede. Junge, hat's mich jetzt zerrissen. Alter, ich wäre schon wieder fast vom Stuhl gefallen. Boah, Junge, ich bin richtig aufgesprungen wie so ein kleines Kind, ey. Junge, ey, jetzt habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe da keine Leiche gesehen vorher. Boah. Ey. Was ein Jump. Boah, Junge, ich bin am Schwitzen. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Boah. 070408 07 andere Richtung wäre vielleicht ein bisschen schneller. 04, glaube ich, war 08. Ich meine, man hat damit gerechnet, oder? Man hat automatisch damit gerechnet, aber trotzdem hat es mich zerrissen jetzt. Weil es genau die perfekte Verzögerung war. Genau die perfekte Verzögerung, dass da nichts kam im ersten Moment. Jetzt habe ich alles in die Waffe gesteckt. Jetzt kommt die neue Waffe. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe alles Coole da reingeballert jetzt. Und jetzt kommt eine neue Waffe. Wie krass ist die? 160? 160 Feuerrate. Schaden. 160, 160. 160, die ist einfach jetzt schon direkt stärker. Die ist jetzt schon von der Stärke stärker. Ich hätte doch noch ein bisschen abwarten sollen. Einmal zum nächsten Shop abwarten sollen, ne? Ah, jetzt werde ich bestraft dafür. Ich sehe euch, Jungs. Ist klar, oder? Ja.
Kommt her, diesmal fick ich euch auseinander, Alter. Schon wieder diese Trigger-Stops, Alter. Mann, ey, die nerven so krass bei der PlayStation. Er schießt einfach nicht. Weil es irgendwie blockiert ist, Alter, ohne Witz. Das ist keine Ausrede. Es ist einfach... Kein Problem zuzugeben, wenn ich mal schnell spiele. Aber das ist einfach übelst ungewohnt. So. Verdammte Kacke da, ey. So. Ja, damit, Junge, das brauchst du nicht mehr. So, hier nochmal kurz gucken. Von der anderen Seite, Junge, die andere Seite muss einfach geil sein. Muss einfach geil sein, die andere Seite jedes Mal zu haben. Muss einfach nice sein. Ja, das öffnen wir auch nochmal ganz kurz. Just for fun. Komm raus, wenn ihr Stress wollt, kommt raus. Ihr habt gesehen, wie ich die Jungs von euch vernichtet habe gerade, oder? Na gut. Wir hören hier auf. Ich wollte eben auch... Wir hören hier auf. Vielleicht ist ja der große... Keine Ahnung, Alter. Hier, der große mit dem Hammer. Vielleicht ist er ja auf dem Auto jetzt. Keine Ahnung. Wir werden sehen, Freunde. Seid dabei auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Bis hierhin. Haut rein. Lasst ein bisschen Liebe da. Ein bisschen Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.